Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares 2. Letztes Mal haben wir die komplette Schule bewältigt in einer einzigen Folge, weil ich wollte das einfach in einer Folge kompakt zusammenhalten und nichts in einen anderen Part überfließen lassen. Und wir haben es auch zum Glück hinbekommen, hab's ein paar Nerven verloren. Aber ja, jetzt gehen wir hier weiter. Das nächste wird wahrscheinlich nicht besser. Aber was erwartet mir? Das Spiel heißt Little Nightmares, kleine Albträume. Was erwarte ich mir auch? Etwas Positives? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt weiter in die Stadt begeben, wo ein Riesenkrater hier ist. Was zum... Also nicht Schlucht war da, das ist das bessere Wort. Weiß der Teufel, was hier passiert ist. Aber ja, wir schreiten hier durch. Ich hoffe, dass alles gut funktioniert. Auch, dass wir auf jeden Fall auf einem guten Weg und wenn es so weitergeht, bin ich heute relativ früh mit dem zweiten Teil auch fertig. Weil ich habe halt heute Morgen den ersten aufgenommen. Jetzt bin ich halt beim zweiten und ich nehme halt alles am gleichen Tag eben halt auf. Und ich hoffe, dass das auch klappt. Okay, man kann das hier bewegen, das sehe ich jetzt schon. So, ich nehme an, ja, wenn, dann nach links. Okay. Dann hier. Ja, es geht ja nie im Leben auf, ne? Was verlangt das Spiel von mir? Auf jeden Fall nicht Box, was zum Teufel. Okay, wir gehen einfach mal hier rein. Da komme ich auch nicht hoch. Hä? Da sind Steine. Muss ich den dann wegnehmen? Ne, ich kann den nicht wegnehmen. Hä? Ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas Offensichtliches, aber bei mir macht es nicht Klick. Ich kann Steine einfach nicht wegnehmen. Ach komm, wir können so eine Mülltonne bewegen, aber willst du mir sagen, so ein kleiner Stein ist uns schwer oder wie? Okay, das finde ich jetzt schon ein bisschen unlogisch. Okay, wir können bis dahin es setzen. Also es muss ja irgendwas ab diesem Zeitpunkt ja sein, was wir können ändern. Nein, da springst du nur runter. Nein, weil der automatisch geht da runter. Das heißt, wir kommen da nicht hoch. Ah, komm jetzt. Es ist wahrscheinlich ja irgendwas Offensichtliches, aber mir macht es einfach nicht Klick. Was will das Spiel? Hat's hier mit irgendwie zu tun? Dieses Ei da mit? Nö, das kann man nicht aufnehmen. Okay. Keine Ahnung. Nein, du sollst nicht da hoch. Drücken kann es auch nicht. Fernseher kann es ja auch nicht sein. Oder können wir den bewegen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Nee, das geht auch nicht. Muss ich das verstehen? Es ist wieder komplett unklar, was die Frage ist. Und ich sehe jetzt wirklich gar nichts anderes. Hä, okay, gib mir wieder einen Moment. Ich bin wieder komplett verwirrt und ich muss die Lösung suchen. Ich habe keine Ahnung. Okay, also irgendwie hätte man darauf kommen sollen, das hier zu machen. Ich hätte jetzt nicht dran gedacht. Okay. Dann. Das muss man dann hier hinsetzen. So nah wie möglich. Oh, hätte man auch wieder drauf kommen können. Ja, ich bin einfach nicht für Rätselspiele gemacht. Deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch, es jemals als Let's Play zu machen, weil ich weiß, ich bin mit Rätseln nicht gut. Ich bin ganz schnell davon genervt auch. Wie man in Folgen sehr schnell auch merkt. So. Kommen wir hier durch? Ja, angesichts, dass mir nicht ausgeholfen wird, würde ich mal sagen, nein. Das sieht mir nach einem Dings aus.
Hier wieder so ein Dings. Ich dachte, das würde man jetzt als Hut bekommen, aber nein. Okay, pardon. Ui! Sagen wir, gehen dann einfach hier durch. Oh! Dann sieht mal einer an. Was haben wir denn da? Gute alte Kapuze. Ist er wirklich die ganze Zeit der Six, die uns begleitet hat? Damit wären wir wahrscheinlich mal voll im Power. Ich frage mich nur, hast du denn noch deine Kräfte vom letzten Spiel? So, ich will annehmen, wir müssen hier zusammenarbeiten. Yep. Okay. Und geht. So. Okay. Ich glaube, hier geht's. Ja, hier geht's weiter. Ja, also aktuell befinden wir uns in einem Stadtteil. Aber wir werden wahrscheinlich wieder gleich in irgendein spezifisches Stadt. Dings landen. Da komme ich nicht dran. Ich sehe jetzt schon, ich komme jetzt schon nicht wieder weiter, aber irgendwas. Nö, klappt. Nö. Weiß wieder nicht, was du mir gefragt hast. Wirklich gar keinen Plan. Kann man hier hoch? Also ich würde mal annehmen, dass ich dann auf das Dach kann. Ist das? Ja, okay. Dann habe ich es rausgefunden, ausnahmsweise. Liegt ein Hut. Den ich aber, glaube ich, nicht aufheben kann. Nein, okay. So, da ist ein Schacht wahrscheinlich wieder, aber den kann man wahrscheinlich nur öffnen, wenn man zu zweit ist. Ja. Kommen Sie bitte rein. So, dann öffnen wir uns, gehe zusammen den Weg. So, voilà. Damit wäre das. Oh, oh Gott, jetzt habe ich das voll verwählt. Super. Okay. Ab in die Tiefe. Woo! Okay, das ist jetzt nicht so tief. Hallo. So, durch hier. Oh Gott, das sieht nach Krankenhaus aus. Oh Gott, kranke Sache hier. Jetzt wird's krank. Und rein hier. Okay. Scheint das nächste Kapitel eigentlich gewesen zu sein. Okay, das kann man einfach. Den Anfangsteil kann man einfach zu Kapitel 3 hinzufügen und fertig. So, was für Gefahren lauern hier. Definitiv nichts Gutes, das ist sicher. Also da können wir uns, glaube ich, ganz schnell einigen. So, da hinten lauert schon irgendwas. Ich hoffe, du bleibst da und bewegst dich nie wieder. Danke. So, es speichert schon, das ist schon sehr verdächtig. Jo, okay. So, Sesam, öffne dich. Oh! Das sieht ja sehr safe aus. Also, wenn das so ein normales Krankenhaus ist bei euch, dann würde ich mir ganz schnell Sorgen machen. Okay. Oh Gott. Okay, hat geklappt. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, 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 geht's. Okay, da oben geht's weiter mit dem Parcours. Ich hoffe, erfolgreich. Hop. Hop. Ja, ich habe schon fast gedacht, dass ich fast enden muss. Oh Gott. Okay, geschafft. So, wir brauchen Dichter. Du hast jetzt keinen Nutzen mehr angesichts, dass du da fertig bist. Also nehme ich dich schon direkt mit. Weil du wirst wahrscheinlich irgendwo woanders deinen Nutzen finden. Ja, voilà, hier hinten. Und bam! So, was für ein Tief erwartet uns hier wieder? Ah, Aufzug. Ja, das war's jetzt. Oh. Sollte man das nicht machen? Ich wusste das ja nicht. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, würde man jetzt einfach mit dem Aufzug runter. Ja, okay. Ja, okay, dann eben nicht. Ich dachte, das wäre der richtige Weg. Scheint nicht.
Aber okay. So. So, also ganz sanft. Ich nehme an, dann ist hier wahrscheinlich der Ausgang. So. Weiter. Oh oh. Ja, lieber weg hier. Ja, sonst kracht das uns zusammen. Okay. Sicherheit. Geh durch. Nein? Okay, schade. Versuch was jetzt. So, einfach weiter durch den Schacht und hoffentlich zu einer sicheren Location ankommen. Ja, okay, soviel zu dem Thema. Bekommen die Taschenlampe. Immer mit E aktiviert. Oh Gott, ich muss mein Handy überhaupt hier hinlegen, damit ich die Zeit sehe. Da habe ich sehr Lust. So, die wird noch eine wichtige Rolle spielen. Hier wird auch sehen, warum. Ich glaube, die meisten können sich schon vielleicht denken. Sehr verdächtig hier. Es ist verdammt leer hier. Also das gefällt mir gar nicht. Doch gleich jeden Moment etwas auftauchen. Da oben. Da hinten ist eine Tür. Ich werde mal annehmen, dass das der richtige Weg ist. Das folgen wir dem einfach. So. Wir müssen irgendwas darauf schmeißen. Hier vielleicht? Ja, okay. Dann wir nehmen schon Softdrink. Und den können wir dann benutzen, um den Dings zu betätigen. Den Knopf. So. Oh Gott, wir haben wieder so ein Fernseher. Oh Gott. Letztes Mal sind wir weggestoßen worden und da war auch immer Six neben uns. Wo das zu Beginn dieser Aktion nicht so war. Also ja, ich bin mal gespannt. Bis jetzt wieder das Gleiche machen. So. Ah, das sieht richtig aus. Und Batz. Ich könnte recht richtig bekommen. Und Putz. Oh Gott. Okay, wir sind wieder in diesem Gang. Sind wieder so. Irgendwie. Ja, streifenhaft. Ja, streifenhaft. Und nähern uns der verdammten Tür. Ich glaube auch kaum, dass wir jetzt die schon erreichen. Wenn, dann beim dritten Mal wahrscheinlich. Ja, wir werden schon wieder viel zu langsam. Aber beim nächsten Mal bekommen wir dich. Oh Gott. Und Six ist wieder neben uns. Sie nimmt Abstand von uns. Ist irgendwie Angst vor uns? Oh Gott. Krankenhaus. Boah, dann erkunden wir das mal. Das wird ja super hier. Foxy, wo bist du? Du. Hier ist nichts. Das hätte mich jetzt doch gefunden, wenn da irgendwas wäre. Scheint sich mal nicht zu bewegen. Okay, hier braucht man einen. Wahrscheinlich muss man unten Dings den ersten bekommen. Dann den ersten Dings eben. Und dann geht man oben links den Schalter, also diesen. Boah, diese Lichtkugel, I don't know. Benutzen und dann bekommt man den zweiten. Und dann muss man die zwei gleichzeitig da oben benutzen. Und dann kommt man voran. Ist mal meins Vermutung. Seht nix. Gehen wir viel weiter, Alter, wie runtergekommen alles hier ist, ne? Hallo. Röntgenbild. Hallo. Sehr interessant. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Und creepy.
Ich. Nein, das bringt nichts. Dieser Teddy ist mir am verdächtigsten. Nein, du bist es auch nicht. Ah, ich kann hier hoch. Hier ist ein Kopf. Ah, ist die Kopfbedeckung wieder. Okay. Ich wusste das mal gar nicht. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht geplant. Okay, kann man hoch? Ich sehe fürs Erste nichts Verdächtiges jetzt. Okay, da kommen wir nicht hoch. Seht ihr irgendwas Verdächtiges? Nee, das auch nicht. Was hast du da in der Hand? Das ist ein Spielaffen in der Hand. Hm. Wir haben hier Zeichnungen von diesem Auge und Dings von einem langen Typen. Supi. Okay, keine Ahnung, was das Spiel jetzt hier will. Von uns. Ja. Ja, von uns will. Ah. Der Teddy hat, hat den Schlüssel. Moment mal. Wenn der Teddy den Schlüssel hat, heißt das, ich muss den dann jetzt in das Ding da reinschmeißen? Scheint ja mal so. Also, wenn dann du. Du bist noch am besten ausgerüstet. Also, du bist noch. Am besten in der besten Qualität. Und du sagst, siehst am ehesten so aus. So. Nein, also. Vielleicht muss man Teddybären suchen gehen, der. Okay, dann bist du es wahrscheinlich. Dann kommst du mit. La 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 la. So aus dem Weg. Kannst du dir bitte nehmen? Danke. So, legen wir dich ab. So, und betätigen wir dich. Ah, voilà. Okay, und wie bekommen wir jetzt den Schlüssel raus? Hä? Wie soll ich den jetzt rausbekommen? Weil ich sehe aber jetzt nirgends irgendwie ein Apparat, wo man das kann machen, also ihn aufschließen irgendwie so. Oder seht ihr irgendwas? Nö, ne? Komisch. Wir wissen aber wenigstens jetzt, wer der Richtige ist. Das heißt, der kann auf die Seite. Aber ich dachte jetzt, dass irgendwie Sixes vielleicht aus dem Haus reißt. Aber nee, auch nicht das. Das genau verlangen die von uns. Guck mal, Six geht zwar dahin, aber macht nichts. Oder muss man da ver. Nein. Auch längeres Warten bringt nichts. Hä? Ich weiß nicht wieder, was das Spiel verlangt. Ich sehe halt auch weit und breit kein Werkzeug, was dazu führen könnte, ihn kaputt zu machen. Es ist halt wieder sehr seltsam. Ich muss sagen, ich verliere extrem viel Zeit, weil ich einfach nicht hinter das die Geheimnisse komme. Ne? Also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Soll ich den Säufer bei die Tür mitbringen? Nö. Ja, was willst du denn von mir, Spiel? Also, tut mir leid, ich bin einfach nicht die richtige Person. Ist auch blöd, dass es nicht irgendwie Tipps gibt nach einer geraumer Zeit, weil du kannst wirklich jetzt sonst Stunden eigentlich hier sitzen und es nicht rausfinden. Wie gesagt, wir wissen, dass der Verantwortliche ist, also dass er ist mit dem Schlüssel. Ist mir hier irgendwie etwas versteckt? Nee, ne? Hier mal nichts zum Aufgreifen. Und wie gesagt, hier war auch nichts Scharfes oder so zu sehen. Oder? Oder habe ich irgendwie was Scharfes verpasst? Nee, ne?
Boah, dann muss ich eben heute wieder am Internet vorbeischauen, weil ich habe gar keine Ahnung, was die von uns wieder wollen. Okay, also, wenn ich richtig verstehe, wir nehmen dich jetzt mit. Und du wirst was zu spüren bekommen. So, du gehst, glaube ich, hier hin. Ja, voilà, hier. So, du kommst jetzt mal mit. Wir gehen auf eine schöne Reise. Voilà. Rein da. Und putz. Das klang nicht gesund. Voilà, haben die Schlüssel. Eigene Schuld. Jetzt mit den Schlüssel einfach nicht ein. Eher gibt's. Na, machen wir es eben so. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Oder versteckt sich irgendwie hier etwas? Nein? Ihr könnt verstecken? Oh, das wäre so gut gewesen. Oder was muss man sich vielleicht ducken? Ne, hier scheint nichts zu sein. Schade. Steck irgendwie fest. Warum ist. Okay. Wie gesagt, Steuerung ist auch sehr verwirrend manchmal. Also, ja. Wie gesagt, ich bin nicht so zufrieden mit dem Spiel. Aber es zeigt mir auch, glaube ich, nicht damit zusammen, einfach, dass das Spiel an sich schlecht ist. Es hat ein paar Backen, wie zum Beispiel die Steuerung. Da hat es nicht mit zu tun, da hat es einfach mit der Steuerung, die manchmal einfach. Ist, aber ich muss auch sagen, es liegt einerseits auch an mir, weil ich auf Rätsel zu dumm bin. Das ist einfach etwas, was mir nicht liegt. So. Machen wir das mal auf. Und dann geht's hier rein. Oh Gott, sieht ja super aus schon. Sind wir nicht unsere Hände schon genug voll? So, zusammen aufmachen? Ah nein, okay, du hilfst uns aus. Okay, das geht auch. Danke! Okay. Ah, E. Ich drücke immer F irgendwie. Ich glaube, wir können hier unten. Nein, okay, da müssen wir wahrscheinlich die Kiste auf. Supi. Jetzt haben wir unsere Hände wirklich voll. Ach komm, du kommst jetzt. Komm. Ich wollte sagen, du wirst aber jetzt da vorbeikommen. So, einfach weiter. Ich habe keinen Bock auf Stress. Einfach entkommen. Und hoch hier. Ich habe nämlich nichts zu verteidigen und ich habe keinen Bock mit dir. Ach komm, du kommst sogar noch nach. Euer willst du schon. Gehst du durch? Durch hier. So, ich glaube, genug Kraft hast du aber jetzt nicht, um da oben durchzukommen. Ich hoffe mal. Ah, ekelhaft. Und diese Geräusche sind so ekelhaft noch dazu. Alter, was macht das Ding? Supi. Hat uns ja noch gerade gefehlt. Ich glaube nicht aber, dass du fähig dazu bist, hier hochzukommen. Und wenn schon, dann leco mio. Was sagen, wenn du mich jetzt bekommst, dann finde ich es aber schon ein bisschen unfair. Muss ich irgendwie da weiter? Hier komme ich rüber, okay, na ist gut. Kann ich mich eigentlich bitte verteidigen? Ja! Okay. Und komm her. So. Wir müssen aufpassen, weil die Hand hält nicht. Ist nicht nur ein Attack und dann ist sie down, die braucht schon drei.
So, wenn sie jetzt sich anspannt oder so zu nah ist, dann bekommen wir sie. So, noch ein letzter Hit. Bam! Weg mit dir, du elendiges Vieh. So, und das ist das Ding, was wir brauchen, die Batterie oder was auch immer das hier jetzt ist. Yeet! So. Ich brauche mir ganz dringend... Also, voran geht's. Ich wollte gerade sagen, müssen wir schon öfter da durchschießen. Jetzt ist nicht wirklich da zwischengebockt, oder? Okay, wir haben es bekommen. Okay, Gott sei Dank. Ist jetzt noch gewesen. So, jetzt gehen wir hier durch. Six, amüsierst du dich? Okay. Seltsames Benehmen, aber ich hinterfrag's mal einfach nicht. Mit meiner eigenen Sicherheit, bevor mir noch irgendwas verdreht wird. So, normalerweise brauchen wir sie hier, die Dinger, aber um den zweiten zu bekommen, muss man da hinten den nächsten Teil freischalten. Dafür braucht man halt eine dieser Batterien oder was auch immer. So. Und schauen wir mal, was hier los ist. Wahrscheinlich nichts Gutes. Aber wir wollen uns. So, ich gehe mal. Wir müssen wieder uns alleine da reinschicken. Ah, super. Die Hilfe von Six wäre aber super. Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt kommt mein Favoritenteil. Jetzt kommt mein Lieblingsteil vom Spiel. Guck. Schaut, wie wundervoll. Aber ich hasse das Ding. Ja, wow. Es ist richtig scheiße, wie die Steuerung da gemacht ist. Also, ich finde, das ist richtig Müll. Also, von was ich mal in User gesehen habe, das ist richtiger Müll. Also, ich weiß nicht, wer die schlaue Idee hatte, das so zu machen. Also, wirklich. Tut mir leid. Da gehen mir sogar die Nerven weg auf. So. Bleib weg. Also das hier wird definitiv mein Hasspassage vom Spiel werden. Das ist so etwas von sicher. Solche Dinger und einfach nein. Ich hatte diesen blöden Einwurf. Ich hab's schon in Security Beach gehasst. Jetzt wundere mich, dass keiner dieser drei lebendig wurde. So, einer dieser wird doch gleich lebendig werden. Ja, wow. Wow. Ey, tut mir leid. Da konnte ich ja nichts machen. Der hat sich ja gerade aktiviert, wo ich vorbeigekommen bin. Wow. Also. Ich sehe jetzt schon, dass ich extrem viel Zeit hier verlieren werde. Einfach nur, weil es absoluter Bullshit ist. Bleib weg. Ich hasse euch. Aber abgrundtief. Und ich habe euch erstmal 5 Minuten oder so kennengelernt. Ich hasse es. Natürlich. Gerade der eine, wo ich nicht im Fokus habe. Gerade der zeigt sein Gesicht. Rein da, rein, 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 raus, raus, raus. Oh, ich hasse es. Okay. Hier geht's weiter. Also tut mir leid, dass ich so genervt klinge und alles, aber... Es ist ja verätzend.
Ich hasse solche Gegner abgrundtief. Und kann es einfach nicht aufstehen. Das Schlimmste ist, die schlimmste Sektion ist noch nicht überstanden. Das kommt jetzt erst. Das hier geht noch. Muss einfach nur aufpassen. Dun, 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 dun. Moonwalk for the win, oder auch nicht, weil das Spiel scheiße ist. Oh, hoch, 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 hoch. Ich hasse euch, lelelele. So, was war das nochmal? So. Oh, supi. Ah, Gott. Ich bin froh, wenn ich auch mit dem Krankenhaus vorbei bin, weil, fertig bin, weil, um ehrlich zu sein, das ist noch schlimmer als das verdammte Ding. Wie die verdammte Schule. Da ist dieser Langhals-Lehrer bzw. Lehrerin ein Witz, finde ich. Hasse. Es ist einfach gegen solche Gegner zu spielen. Okay. Oh mein Gott! Und bleib stecken für den Rest deines Lebens. Boah, ich hab schon gerade wirklich erschrocken, weil aus dem Nix aufgesprungen ist, aber auch. Ist das Longarm Johnny? Er hat doch zwei Säbel jetzt anstatt den langen Arm, wo er nochmal. Ich glaube, das ist Longarm Johnny. Okay. Was macht der denn hier? Huh. So, wir brauchen nämlich den Rollstuhl. Wir müssen nämlich hier an die Wand. Und dann können wir hier geschmeidig raus. So, kurz schauen, wie sieht es mit der Folgenlänge aus? Da sind wir bei 35 Minuten fast. Naja, es wird wahrscheinlich ein paar Sachen ausgeschnitten werden. Und jetzt kommt wieso die schlimmste Sektion auf Erden. Also, ist ja nicht schlimm. Ja, wow. Erstens, das Licht war auf dich gerichtet, deswegen ist schon mal unfair. Und zweitens, wow, da wird man ja nur gekesselt. Ah, ja, ja, ja. Als ob ich da nicht durchkomme. Ja, komm. Ey, es sind, wie viele waren das jetzt schon? 6 Stück, ne? Wie soll ich da irgendwie es hinbekommen, mit einem Plan durchzukommen. Wie geht denn das? Also, ehrlich, es sind ein paar Stellen in so Videospielen, denke ich mir so, musst du das wirklich so einbauen? Like, seriously? Muss es das sein? Bleib stehen. Ja, komm! Ey, jetzt war alles gut und dann kommt diese eine von... Oh mein Gott, ich werde diese Stelle ewig jetzt probieren müssen. Ich weiß es jetzt schon. Weil es einfach nicht für meine Geduld gemacht ist. Und es hilft halt gar nicht, dass meine Hassgegner gefühlt hier vorhanden sind. Lass mich einfach hier vorbei. Wehe jetzt, der hier. Bleib vom Leib.
Halt mir vom Leib. Super. Oh, es speichert wenigstens das. Alter. Es tut mir leid, dass ich so genervt war gerade, aber ich hasse so etwas. Das sind so Sachen im Videospiel, die bringen mich einfach so auf 100 direkt. Auch wenn es eine paar Versuche jetzt gebraucht hat, trotzdem ist... Ja, es tut mir leid. So. Mal das da. Und putz. Das war's mit der Stromleitung hier, glaube ich. Und dann können wir das hier rüberwerfen zu Six. Hier. Hoppla. Nimm das an. Okay. Dann kann sie einerseits uns hier den Weg öffnen. Danke. Und dieses Teilchen nehmen wir dann mit und benutzen dann da hinten. So. Dann, 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 dann. Und Six hat sogar das andere schon genommen. Das ist sehr gut. So. Hoppla. Erstes Teil ist drin. Six bringt das zweite. Und dann ist das aktiv hier. So, damit ist der Aufzug verfügbar. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Und schauen, was uns dann noch im Rest des Krankenhauses erwartet. Ich nehme an, die andere Hälfte daneben wird im nächsten Part gemacht. Weil wenn ich jetzt weitermache, dann wird es definitiv eine über 50 Minuten Folge. Und ich glaube nicht, dass das jetzt gebraucht ist. Zumal es da die letzte Folge schon relativ lang war. Und ja, wir sind dann beim nächsten Mal, wo wir dann hoffentlich das Krankenhaus abschließen kann. Soweit ich weiß, war doch jetzt das letzte Mal, wo diesen Puppendingern in die Hände geraten. Das heißt, ich kann mal nächste Folge etwas beruhigt angehen, weil, oh mein Gott, ich hasse es. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.